Yo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in God of War Ragnarök. Wir müssen jetzt weiter mit dem Kratos und dem Bruder von Frey retten, also Freya. Da? Hä? Der Bruder von Freya, genauso, das wollte ich so sagen. Er ist in Vanaheim gefangen geworden mit diesem anderen Typen, der ein riesiges Schwert hatte, in Vanaheim von den Einherjern. Ich würde aber erst, bevor wir die beiden retten, erstmal zu Muspelheim gehen, dort die Herausforderung erledigen, die Truhe abholen und dann mal schauen, was wir dort so generell bekommen, ja, wenn wir alles erledigen. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Weihnachtstag gehabt, Heiligabend und noch schöne Weihnachtstage hier mit der Familie, schön feiern, Leute, weniger zocken. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum mystischen Tor und dann mal sehen, was wir so machen werden. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherja halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Vigir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Was kriegen wir hier? Göttliche Asche. Was bringt denn diese Asche, Leute? Ich glaube, die kam auch im letzten Teil mal vor, aber ich habe dann vergessen, was das so bringt, ne, diese Asche. Das nach oben führt zum Tor, ne, genau. Dann würde ich sagen, jetzt mal dorthin gehen, zum Tor gehen, Muspelheim erreichen, Challenge erledigen und dann mal gucken, was wir bekommen, Leute. Ich bin sehr gespannt. So. Was ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Ah, okay. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildiswini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyrs Boot. Einfach hier ein ganzes Rettungsalpen-Team hier. Wir müssen ihren Bruder retten. Ach, müssen wir jetzt durchziehen, oder was? Ich will hier aussteigen, bitte, wenn es geht. Ey, ich kann nicht mal aussteigen, oder wie? Wo willst du hin? Wir müssen ihren... Ich will ihren Bruder nicht den Bruder retten, ich will zu Muspelheim gehen. Oh, muss ich jetzt hier das erledigen, oder was? Gibt's ein anderes Tor hier irgendwo? Oh nein, ich muss ihr Bruder jetzt retten auf einmal. Ich muss ehrlich sagen, will ich nicht. Lass mich hier bitte raus, ich will nicht ihren Bruder retten. Na gut, dann Muspelheim muss dann eben leider warten. Dann machen wir es dann noch anderen Mal, die Muspelheim-Mission, vielleicht in der nächsten Folge. Dann fokussieren wir uns jetzt mal auf die Mission, Frey retten. Mal gucken, wie das wird. Ach schade, jetzt haben die alles beim Plan hier umgeworfen, ne? Ob man hier rennen oder was? Ah, hier ist auch ein Weg. Ach was. Noch so ein Tropfen, Leute. Mal gucken, was wir hier bekommen. Hoffentlich ein bisschen Vitalität oder so, das wäre auch ganz geil. Ah, bisschen mehr Glück. Okay, auch nicht so schlecht. So, na gut, schade. Dachte, ich kann jetzt nach Muspelheim gehen. Aber jetzt haben sie beim Plan ein bisschen gekreuzt. Bisschen blöd, aber... Na gut, dann retten wir erstmal Freyre. Ich will nach Muspelheim. Ich will nach Muspelheim spielen, Mann. Oh Gott, jetzt wieder nervige Irrlichter in Vanaheim, Leute. Muss ich sagen, feiere ich jetzt nicht so sehr. Finde ich jetzt nicht so gern, muss ich sagen. Liebes Team von God of War. Ich hoffe, das ist eine kurze Mission. Ich hoffe, es geht ganz schnell. Und dann können wir zum Muspelheim gehen. Ah, nee, egal. Scheiß drauf. Genug gemeckert. Retten wir es mal Frey. Muspelheim kann warten. Heilige Scheiße. Nervige, verdammte Geister. Wirklich, so nervige Mistviecher, ne? Wer zieht euch mal an? Komm, es ist... Och, Mann. Wo ich gerade aufnehme, ist Heiligabend, Leute. Also, ne, bitte, Geist, es ist Heiligabend, Mann. Lass mich mal durch jetzt hier. Ich will ein bisschen einfach mal die Zeit genießen hier jetzt, okay? Nicht so hier mit Geister bekämpfen und so, ne? So spirituelle Scheiße. Will ich nicht. Lass es sein, Alter. So, bam. Let's go hier. Nice. Explodiert. Oh mein Gott, Digga. Was für nervige Drecksviecher. Hä? So, ja, schön, ja, daneben geschlagen, sehr geil. So, verzieh dich, du dummer Geist, genau, ich will grad, ach, ich kann kein Deutsch mehr reden, Leute, scheiß drauf, ey. Kann ich mal reden, Leute, ist unglaublich. So, endlich, Leute, lass uns weiter zitieren. Also, wie auch schon letzte Folgen erwähnt, Vanaheim ist nicht so meins. Seid ihr anderer Meinung, mögt ihr Vanaheim mehr? Ich, mag Vanaheim gar nicht irgendwie, ey. Vielleicht habe ich einfach eine Allergie gegen diese nervigen Gegner und Insekten und so. Oder auch diese Pflanzen vor allem Ding. Ja.
Aber, ja. Auch generell so Dschungel und so, ist alles so feucht, mit alles Insekten voll, tödliche Pflanzen, wie hier zum Beispiel diese Kugelpflanzen, die einen vergiften und so. Ja, alles nicht so meine Welt, ey. So, haben wir es geschafft hier? Oder wo ist Bifrost? Heilige Scheiße. Haben wir dein Maul, Junge, du Frau? Wo bist du da? Bist du oben, oder? Wie kommen wir jetzt mal raus? Zeig deine Visage. Komm her, Süße. So. Hab ich getroffen oder nicht getroffen? Ach, sie blockt es ja ab, oder wie? Was für eine nervige Scheiße. Was ist das hier? Ja. Komm. Ja, noch ein bisschen. Okay, endlich. Haben wir es jetzt geschafft hier? Hinter dir, pass auf! Da noch. Was ist denn das hier bitte? Ach, diese Nickre wieder. Okay. Töten sie. Warum ist es jetzt so geschrieben? Deren Namen, habt ihr es gerade gesehen, Leute? Ist doch ein Vulva. Junge! Es reicht! Die sind ein bisschen Leberblödsinn, ne? Also die sind schon auch einiges ab im Leben, also die sind nicht so schlecht hier. So. Was ist das hier? Nebel, Bifrost-Nebel, was auch immer. Fimbul-Nebel meine ich, genau, oder was auch immer. So. Bam. Schön kombinieren. Let's go. Digga, was ist denn hier los? Ähnherrier, Vulva, irgendwelche, ja, diese N-Viecher, ich will jetzt den Namen nicht sagen. Dann noch irgendwelche tödliche Pflanzen hier, links, rechts, überall. Meine Güte, das ist doch gut irgendwann hier, oder nicht? Genug ist genug, fall runter. Vollidiot, ey, das ist ja dumm, Alter. So, du bist weg, du Avatar Girl. Geh zurück zu Pandora, Junge, geh mich auf den Sack hier. So, endlich. Sie haben mehr Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Aber war das schon jemals ein Problem für dich, Kratos, dass du weniger warst, Junge? Also, du warst eine Ein-Mann-Armee, auch in deiner alten Welt, wo du alle Götter umgebracht hast hier im Olymp oder in Sparta, generell in Griechenland. Ja, das ist gar nichts hier, du bist eine Ein-Mann-Armee. Skalva. So. Ach so. Ja, die sind auch sehr nervig, diese Wesen, die diese Gegner heilen, ne? Sehr, sehr nervige Gegner. Muss ich echt sagen, ey. Bam, weg mit dir. Endlich. So. Bam. Ah, mir fällt das sogar ein. Wir haben noch eine Nebenmission in Svartafell mit dem Schatz, mit dem Sohn. Können wir auch noch erledigen eigentlich, stolze, diese Mission. Ist auch eine bestimmt eine ganz geile Mission. Wo ist denn dieser eine Typ, der die heilt? Ach, dort oben. Junge, der ist da versteckt hier sogar. Was für eine nervige Kacke ist das denn, Alter? Wirklich. Komm mal raus jetzt hier. Idiot. Hä? Ist jetzt tot oder wie? Okay. Okay, alles klar. Dann, will mich nicht beschweren. Bringen wir die um hier. So, bam. Skalauffeile, sehr gut. Kann man die schon betäuben und alle einfach massakrieren. Sehr geil. Okay, dann würde ich sagen, wo lang jetzt? Wo ist denn Freyre? Oder wo ist ein mystisches Tor? Irgendwo, ich will nach Muspelheim. Ich will nach Muspelheim, Leute, wirklich. Wie können wir nicht mal diesen Wunsch in der Heiligabend, Unglaublich, So. Zieh dich, Drecksvieh. Können wir das nicht irgendwie lösen oder so? Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Oh, was? Komm, wir liegen gut in der Zeit. Ah, krass. Mach ich jetzt mal wechseln, oder wie, Leute? Hat man gerade auch den Wolf gesehen, der entweder jetzt die Sonne und den Mond gejagt hat? Ich mach das nochmal. Man kann es immer wieder machen, oder wie? Was machst du denn? Die Brücke wächst nur bei Tageslicht. Ich wollte die Wölfe nochmal sehen. Oh. Sie freuen sich sicher über die Aufmerksamkeit. Ey, wie niedlich. Das war ganz süß von Kratos, muss ich sagen. Ich will nochmal die Wölfe sehen, sagt er. Ruf jetzt wieder Hati und lass uns gehen. Wow, auch schön diese Gespräche danach, ne? Richtig, richtig schön, ja. Ist toll, wirklich. Solche Details einfach in den Spielen, das macht sowas aber viel, viel geiler. Wirklich, geil. Boah, das sagt halt mein Herz ein bisschen erwärmt sich von Kratos, ne? Und Freya, hast du in letzter Zeit gute Bücher gelesen? Hast du, Freya, hast du gute Bücher gelesen, oder? Na gut, wir sollten es lassen. Wir ziehen weiter. Ja. Oder nochmal? Ich mache das noch einmal, wenn es passiert. Dann schneide ich es weg. Wenn was passiert, lasse ich es drin, Leute. Mal gucken.
Ob die noch was sagt? Glaube nicht mehr, ne? Ne, nicht mehr. Okay, dann bis gleich, Leute. So, da war jetzt, Leute. Bei dieser wunderschönen Brücke. In dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert. Tschüss. So, kommt her. Komm her, du. So. Oh, yeah. Nice. So, let's go. Ah, warte mal. Oh, oder so. Schau, wir hören uns. Die Idioten. Komm her, du. Hey, hab dich zu beamen, Alter. Bam, Junge. Verzieh dich einfach hier. Oh, yeah. Sehr, sehr geil. Okay, Die Nornen sagten, du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich Frieden. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Jemimir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Ja, Mimir kann ein bisschen anstrengend sein, muss man sagen. So, das ist jetzt... Komm mir so bekannt vor, dieses Gebiet. Ja, da, hier waren wir sogar schon mal. Leute, verzieh dich, du verdammte Pflanze. Einfach alle Pflanzen ausrotten, Leute. Wer braucht schon Pflanzen? Wer braucht schon sowas in der Welt? Ne, ist dann nicht notwendig fürs Leben, ne, Kappa? So, bam. Oh, 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 oh. Scheiße, Digga. Ah, ich weiß. So. Zack. Und zack. Jetzt sollte alles hier rein sein, endlich. So, halte ich mal gerade aus ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Leben. Ich sollte vielleicht mal auf Dings wechseln, auf Mut. Mit dem Rage. Aber ich lasse es erstmal so, wie es ist. Hey! Ist gemein, hört auf. Wo? Oh, oben. Also die Einherige auch sehr nervig irgendwie, muss ich sagen, die Einherige. Aua, ich sterbe gleich. Ich sollte doch lieber mal auf Mut wechseln. Das ist schon mal klar. Bisschen heilen und hoffe, droppen die vielleicht ein bisschen Leben oder so. Das wäre schon sehr, sehr schmackhaft, muss ich sagen. Komm, drop ein bisschen Leben, Süße. Du Avatar-Braut. Na, nein, nicht Fimbul, nicht Nebel. Oh, nein. Ach, du Scheiße. Gib ihm. Minderwertiges Drecksvieh. So. Bam. Heil. So, blocken, genau. Hm, genau. Danke, Mimir. Oh, yo, der hat gesessen. Der hat leider gesessen, ey. Muss ich leider mal so sagen, Alter. Wer zieht euch jetzt mal hier? Reicht, es reicht, wirklich. Scheiße, der gibt uns gerade richtig krass. Der gibt uns gerade richtig hart, Leute. Und ich bin tot. Haben wir noch einen Auferstehungsstein? Ah, nein. So, jetzt haben wir die erledigt, Leute. Und dann noch die letzten Einherre, ja. Ja. Also ich glaube, die mit blauen Leben müssen wir mit den Chaos-Klingen erledigen, nicht wahr? Ich glaube, so ist es so. Genau, da haben die eben kein Leben mehr. Also diesen Schild, sage ich mal. So, dann können wir sie so weghämmern. Bam. Und dann sollte es auch gewesen sein, hoffentlich, oder? Aua. Mal ein bisschen heilen nebenbei. Einfach heilen, Leute. Also ich finde diese Schadens... nicht Schadensleiste, ich meine die Rage-Leiste fühlt sich schon sehr leicht auf, muss ich sagen. So, fertig jetzt hier. Hab jetzt keinen Bock mehr auf die Einherier, muss ich sagen. Also die sind schon echt überhäuft, aber ist auch klar, es sind halt Odins Armeen aus Asgard generell. Und ist ja klar, dass die halt hier gehäuft auftreten, aber trotzdem, ey, ich will raus. Ich will mal so einen richtig geilen Bosskampf mal irgendwie wieder haben. Gab es diese eigentlich sogar recht wenig. Den einzigen krassen Bosskampf, Thor gab es halt. Was gab es eigentlich dann noch? Eigentlich nicht mal so krasse, wa? Die jetzt irgendwie hängen geblieben sind. Also, ich hoffe, da kommen noch welche coole. So mit Quicktime-Events und so einfach und geile Inszenierung. Das ist halt hier noch ein bisschen, ja, leer geblieben noch. Habe ich halt mehr erhofft, den Ragnarök, aber ist dann noch nicht zu Ende des Spiels. Aber das kann noch kommen, Leute. Deswegen einfach noch ein bisschen Geduld haben. So. Hier waren wir schon mit Freya, ne? An diesem Gebiet hier. Hier lang. Ja, danke Freya. So. Oh, da war dieser
Nidhogg. Ah, arme Nidhogger. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt wohl. Trotzdem seltsam. Was hat sie hier gemacht? Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidhogger beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Was jetzt? Vielleicht kann dein Speer uns rüberbringen. Wo? Ich höre irgendeine Stroh. Ah, ich sehe es gerade. Hier müssen wir das reinjagen. Bam. Ah, hierhin. Okay, ist noch irgendwas zum Einsammeln oder so? Hast du irgendwelche Tränke, irgendwas zu essen oder so? Freya? Nein? Okay, dann weiter geht's hier. So, Freire, Freire, oh, wo bist du, Freire? Komm doch bitte raus und lass zusammen Weihnachten feiern. Ich habe eine Engelstimme, ich weiß. So, neues Gebiet entdeckt hier. So, Freire. Zeig dich doch, Freire. Mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildiswini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Er war auch in Asgard und so. Also ich glaube, Kratos hat nicht mehr so die Sorge bei Atreus, was ich gut finde. Achso, ja, dann zack. Nee, ich brauche diese anderen Pfeile. Ah, ich glaube, die Pflanzen gehen nur nachts weg, ne? Ist das vielleicht so, Leute? Ich glaube, das ist sogar so hier. So, bam. Dann ein bisschen mit dem Zepter rumschwirren. Ich rufe Skull. Skull, komm raus. Du musst erstmal die Sonne jagen. Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Gute Einstellung. So, na gut. Dann hier runter? Was geht hier jetzt ab? Wir kommen zu dir, Yngwie. Ihr habt eure Position preisgegeben. Ihr Idioten. Wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Heimdall. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag! Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Gib ihm. Geh. Das muss ich tun. Ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, weißt du. Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Zeig. Was hast du drauf? Ich habe gerade davon gesprochen, Bosskämpfe hier und dort nicht so oft vertreten. Und jetzt kommt ein Bosskampf hier um die Ecke. Einfach Heimdall. Gegen seinem und unseren Gultrop. Mal gucken, wie das hier so wird, Leute. Oh Gott. So aggressiv. So zornig. Ja, du wirst sehen, Heimdall. Also gegen Kratos zu kämpfen, ey, das ist vorbei, Junge. Wenn er wirklich sauer ist, Alter, dann ist wirklich vorbei. Ah, warte mal ganz kurz. Können wir jetzt hier. Nein. Oh, ich mache halt so viel Scheiße, Leute. Ah, da kann man alles hier. Alles hier sprengen mit den Feinden. Das ist sehr, sehr geil. Also ich glaube, dieser Gultrop ist erst der Anfang. Also können wir jetzt auch Heimdall töten, oder wie? Krass, wenn wir ihn töten können jetzt hier. Halt die Schnauze, Heimdall. Du dummer Idiot, Junge. Kill den Kratos. Ich glaube, Kratos wird hoffentlich hier richtig ausrasten vielleicht, ey. Ich hoffe das sehr irgendwie, ey. Ich will wieder mal so den krassen, ausgerasteten Kratos sehen, ey. Axt viel, viel besser. Axt viel, viel besser, Leute, gegen diesen Gultrop, muss ich sagen. Ich merke gerade, ich habe gerade ein paar Probleme gegen den Gultrop. Ich heile mich mal ganz kurz. So, bam. Ah, ein Gultrop hier halt, ja? Heißt der, Kleiner? Was hat Gultrop hier je getan?
Ja, er greift mich an. Was willst du, Junge, du Idiot? Du mit dem scheiß Bierfuss, Alter. Lass es sein hier. Komm selber runter hinter das Kämpfen hier. Lass dich deinen Hund kämpfen, dann du sollst kämpfen hier. Komm runter da. Idiot. Du bist der Baldir getötet hat. Und wie? So, jetzt komm runter aus dem Schoßhund, du Idiot. Lass ihn in Ruhe. So, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sehr geil. Weg mit dir. Weg mit dir, du Dreckstier. Hallo. Alles gewollt. Amüsieren wir uns schon. Gut, wir beide also. Komm her, du! Na, das war so klar. Jetzt wird's lustig. Wie sollen wir besiegen, Leute? Mit dem Droppensperr? Mit dem Droppensperr vielleicht? Nee, das geht auch nicht. Das wird schwer, aber warum Droppensperr? Was bringt das denn gegen Heimdall? Ja, das wird. Es geht nicht gegen den, Leute. Der kann ja alles hier lesen von Kratos. Yo! Erstmal kurz heilen. Runenattacke? Du hast diesen Speer nicht ohne Grund. Ja. Ah, warte. Ah. Nice. Ah, so geht es also. Geil. Boah, geile Szene, aber wirklich, ey. Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist ja, jetzt lernt's, ja. Ah, wir müssen es so machen, Leute. Der Speer bleibt unsere beste Chance. Ich merk schon. Du dummer Heimdall, Junge. Ist der dumm, Alter. Jetzt gib ihn mal Kratos. Die Armschienen sind neu. Aber Heimdall ist krass, ja, wirklich. Da muss man echt sagen, der ist echt krass. Ist, hat er, glaube ich, seine Taktik geändert, oder? Nee, doch nicht. Ist er dumm, der Heimdall? Du dachtest, der Stock verschafft dir einen Vorteil? Ja, merkst du doch gerade. Kriegst du auf die Schnauze gerade, du Idiot. Bam. Jetzt gib ihn, Kratos. Let's go. Alter, was? Du hast mich echt getroffen. Wie? Das ist Kratos, Alter. Heimdall ist Weltenverschiebung? Was zum Geier geht jetzt hier ab? Ich weiß gar nicht, wann mich das letzte Mal jemand getroffen hat. Wir treffen jetzt immer Leute irgendwie. Oh, 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 scheiße. Aber krass, jetzt lässt sich jetzt immer treffen, oder wie? Warum lässt sich jetzt immer treffen? Warum lässt doch meine Seele oder die Zukunft, Zindal? Lest doch meine... Ach du Scheiße, okay, interessanter Bosskampf irgendwie, aber warum lässt sich jetzt vielleicht treffen von mir? Was ist denn das denn auf einmal? Na bitte, eine Rüstung für einen Gott. Ich will auch so eine Rüstung haben. Dummer Idiot. So. Scheiße. Du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment. Ah. Ist der dumm der Heimdall? Ich glaube, der ist ein bisschen dumm der Heimdall, ne? Warum lässt du dich treffen, Heimdall? Ist jetzt irgendwie deine Wirkung weg, oder was? Ich verstehe das nicht, Leute. Warum lässt dich jetzt auf einmal treffen? Habe ich jetzt irgendwas verpasst, oder was? Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Wirklich? Ist eine scheiß Weltenverschiebung? Nein! Ich weiß nicht, ob ich überrascht sein soll, oder... Digga, das war trotzdem nervig als hell, der Heimdall, ne? Muss man sagen, ich treffe ihn jetzt wieder nicht, Leute. Was geht's hier ab? Halt die Schnauze. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Warum lässt sich jetzt treffen? Warum lässt du dich treffen, Heimdall? Erklär's mir doch! Erklär's mir! Ey, wenn jetzt so leicht stirbt, dann muss ich sagen, habe ich da ein bisschen mehr erwartet von Heimdall. Muss ich echt sagen. Ist ein geiler Bosskampf vielleicht, aber irgendwie ist das nicht so ein geiler Bosskampf hier, aber... Ich lass mich überraschen, Leute. Ich lass mich hier überraschen hier. Der lernt auch nie dazu, der Heimdall, ne? Kann das sein? Der ist, glaube ich, nicht so smart beim Kämpfen hier. Der ist richtig dumm irgendwie, der Typ, Alter. Jetzt bloß nicht sterben oder so, wäre ein bisschen peinlich, aber... Ja, ich mach doch schon mir. Du kannst doch nur labern, wa? So, bam. Ja, easy. Also jetzt nicht sterben und jetzt auch ein bisschen zuschlagen. Ja, geil. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ja, ich mach schon mir. Also jetzt reicht es mir. Gib ihm Kratos, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Jetzt macht wieder seine Ausweichtaktik hier. Let's go hier. Was ist das, Junge? Mimir. Gib ihm, Heimdall.
Kratos, gib ihm einfach hier. Glück! Mehr ist das nicht! Yo! Halt! Halt! Warte. Was geht vor sich in diesem leeren Schädel? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen! Gib ihm Kratos. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Du bist tot, Sonnenschein. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nächste Folge, wir weiterkämpfen gegen den lieben Heimdall. Also der Rest, der dreht jetzt vollkommen am Rad hier. Krasse Stelle, aber was ich mich frage, warum wurde er jetzt teilweise geschlagen von Kratos? Wurde er irgendwie innerlich ruiniert? Wurde er unruhig gemacht von Kratos, wegen er nicht mehr die Seelen lesen kann oder irgendwie ausweichen kann? Also fand ich jetzt ein bisschen komisch von Heimdall. Aber der Speer ist geil, muss man sagen, hilft wirklich sehr. Also wieder Props an Sindri und Brook, sehr geile Stelle, aber habt ihr ein bisschen mehr erwartet. Ich hoffe, da kommt noch was Geiles auf uns zu. Gegen Heimdall, vielleicht noch ein richtig geiler Bosskampf, ne, mit ein bisschen mehr Action, noch ein bisschen mehr Gegenwehr von Heimdall, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber wie gesagt, ist noch nicht vorbei, wir werden sehen. Damit ist es an, Leute, gerne supporten, liken, wenn es euch gefallen hat, bis dann, bleibt gesund und ciao, ciao.